Wir sind alarmiert worden zu einem unklaren Feuerschein im Bereich der Aussiedlerhöfe in Bergheim. Vorgefunden haben wir dann nicht an den Aussiedlerhöfen, aber etwas davor einen brennenden Holzstapel, ca. 30 Meter lang, 2 Meter hoch, 1 Meter breit, in Vollbrand. Von der Abteilung Bergheim wurden 2 C-Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Es wurde eine umfangreiche Wasserversorgung aufgebaut, einerseits von einem Hydrant im Ortsausgangsbereich Bergheim bis zu den Löschfahrzeugen hier fort. Andererseits wurde der Abholbehälter Wasser nachgefordert als Rückfallebene für entsprechende Wasserversorgung. Das ist der Standardlöschzug Außenbereich, 6 Fahrzeuge, 22 Mann.